Hallo, Herr Officer. Sagt man eigentlich Officer zu euch oder ist das nur was anderes? Okay. Also eher nicht. Nee, Agent reicht. Guten Agent. Abend. Guten Abend, Agent. Hallo? Hallo? Das ist wichtig, das ist gerade ganz schlecht. Nehmen Sie sich die Zeit, alles gut. Bitte? Ja, da bin ich gerade dran mit jemand. Genau. Wir gucken gerade mal, was das Björn-Kollektiv so treibt und was Laser so kann oder auch nicht kann. Keine Ahnung. Ja, so 2 Stunden vielleicht. Ja, alles klar. Ich gucke, dass ich mich dann zeitnah melde. Gut, packen Sie Ihre Sachen. Wir ziehen um. Aber ich habe es mir heute so gemütlich gemacht. Wie? Ich dachte, wir War das bleiben hier ein nicht bisschen. abzusehen? Das ist das erste Mal, dass ich so ein schönes Bett hatte, wo ich draufliegen konnte. Das ist der komplette Luxuskomfort gewesen. Ich hatte sowas noch nie. Laser, packen Sie Ihre Oh Sachen. Wir mein müssen. Gott, okay. Geben Sie mir nur ein Minütchen, nur ein Minütchen. Na klar. Fuckboy-Musik, die brauchen wir, weil wir einen Fuckboy-Char haben. Wir haben Locken. Seitencodes oben lockig, Fuckboy. Ja. Talisin, ist das so korrekt? Vielen Dank für 1000 und 1500 Biddies, Bits, Bits, Bits. Danke für 1500. Danke für Geld. Danke sehr. Dankeschön. So. Geh mal Playlist-Link, gib mal einmal Fuckboy ein. Haben Und Sie dann geh auf alles? Playlist. Ich hab alles, ja. Wie sehen Sie eigentlich aus? Wie? Das ist die Maß. Er lässt mich ja nicht mal mich erklären! Was Arschloch! denn? Aber arrogantes FIB-Schwein! Könnt ihr ihm wenigstens Beruhigen Sie sagen, dass ich uns. so aussehe, weil ich das muss und nicht, weil ich will? Es trifft jetzt auch nicht unbedingt meinen Geschmack. Aber ich sag's Ihnen ganz ehrlich, niemand wird Sie erkennen. Ich habe mal eine Frage. Haben Sie irgendwo ein Interview gegeben? Ja, bei Weasel News, warum? Wissen Sie, wann das veröffentlicht wird? Nun, wenn die Leute endlich mal von ihrem Drogentrip runterkommen und nicht meinen, abends auf irgendwelchen Partys zu chillen, sondern wirklich den Ernst der Lage gut einschätzen zu können. Also Hm, weiß vielleicht ich sollte man nicht. die. Vielleicht sollten wir die Veröffentlichung ein bisschen herauszögern, ne? Aber das werden wir gleich mal outrunnen klären. Mal kurz anrufen und dann. Ja. Wir würden jetzt runterkommen, ne? Alles klar? Alles sauber? Gut, wir können runtergehen. Dann nach Ihnen. Sagen Sie nochmal Tschüss zum Zimmer und dann. Tschüss. War eine Ja, das ist schöne gut, Nacht mit oder? dir. Das war echt komfortabel, muss ich sagen. So toll war es noch nie. Das erste Mal ist mal was Besonderes, ne? Das ist so. Ja. Ja, gut, dann. Au revoir, Zimmerlein. Was ist denn das für ein Heli? Ja, okay. Perfekt. Guten Abend. Gut geschlafen? Ja, und selbst? Ja. Frau Wilkinson, richtig? Was? Ich bin JJ. Oh ja. Stimmt ja, JJ. Ja, und das neben mir ist jetzt Smoke. Moke. Nein, nein, brauchen was mit Jay, sonst komme ich komplett auseinander. Laser, Sie schaffen das. Gut, CJ, dann besorgen wir jetzt erstmal ein paar Schmerzmedikamente, dass sie nicht mehr wie so ein angeschossenes Reh rumlaufen. Okay.
Und danach machen wir nochmal eine Lagebesprechung. Oh, das soll sich auch... Ey, ihr Wichser! Das wusste ich nicht! Ich habe keine Unverträglichkeit, nein. Ich hab, gut. Okay, stopp, stopp, hören Sie auf. Kommen Sie wieder in das Yo-Digger rein. Machen Sie keinen Laser, keine Lasershow, bitte. Ja, ja, yo, chill, bro, yo. Ja, perfekt. Okay, jetzt können Sie weiterreden. Du bist ein Ho. Yo, Mo, Go. Das, ja, ich kann das nicht, es tut mir leid, ich brauche echt meine Zeit. Einfach weitermachen, das wird schon irgendwann. Nur das mit der Ho können Sie irgendwie ersetzen. Pro. Ja. Zum Beispiel. Das ist eine miserable Show. Denk dran, andere Stimmfarbe wieder. Yo. Ich fühle mich so unwohl, muss ich sagen, wirklich. Also keine Unverträglichkeiten, ja? Gut. Naja, Sie haben sich ja auch in die ganze Geschichte selbst reinmanövriert, Laser, nicht wahr? Nun, was kann ich denn dafür, dass ich ein hochbegabtes Genie bin? Entschuldigung, das nächste Mal sage ich meinen Eltern, dass sie mich nicht in der Bibliothek zeugen sollen. Das finden wir ja heute raus, ob sie in der Bibliothek gezeugt wurden. Oder auf einem Lexikon, ne? Ja. Hm. Das finden wir sehr sicher heute raus. Bei länger sollte es ja nicht in der Zeit in Anspruch nehmen. Ist eigentlich das Handy hier von allen beteiligten Personen aus, außer von denen, die es anhaben sollten? Mir hat echt heute was gefehlt, als ich aufgewacht bin und nicht auf mein Display starren konnte. Ich hätte echt gerne in Erfahrung gebracht, wie viele Match-Ups ich gemacht habe. Wie viele haben Sie denn bis jetzt? Boah, eine Menge. Wir können das ja gleich eben anmachen, solange wir hier stehen jetzt gleich. Können Sie es einmal kurz anmachen und dann haben Sie den Tagesbedarf bitte auch wieder gedeckt. Mit einmal raufstarren und ganz kurz dann... Ach, scheiße. Ich brauche ja kurz. Ja. Das kriegen Sie hin. Alles klar. Sagen Sie, wenn ich darf. Ja, fangen Sie an. Ich gehe eben kurz Medikamente holen. Und wie sieht's aus? Oh, scheiß Wallpaper. Die Wichser. Ich habe SMS bekommen. Ich muss dringend mit dir reden. Mit wem? Null. Null? Nur null. Was steht da noch drin? Ich muss dringend mit dir reden. Okay. Bitte halten Sie sich von mir fern. Ich muss jetzt um meinen Job Angst haben. Ich habe Angst wegen der ganzen Sache, die passiert sind. Und der Mann, den ich gerade am Kennenlernen war, hält sich jetzt auch erstmal fern von mir. Sie haben einfach innerhalb einer Stunde mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. War das die, mit der Sie rummachen wollten? Nein, das war eine, die... Weiß ich nicht. Meine Güte, ey. Die haben sich aber heute auch alle wieder. Kennen Sie einen Forks? Ich... Ja. Bitte um Rückruf. Forks. 2:30 gestern. Soll ich oder soll ich nicht? Das ist ein dubioser Anwalt. Können sich ja mal anhören, zumindest. Aber erstmal muss ich Clio zurückschreiben. Meine Güte, heul doch. Gut, wir fahren so lange um den Block, solange Sie schreiben und sobald Sie fertig sind, sagen Sie Bescheid, dann machen Sie es aus und dann fahren wir weiter. Hier kann ich nicht. Es tut mir leid. Der Kollege reicht Ihnen gleich Wasser und Novalgin. Kann doch gar nichts dafür. Reichen, damit Sie nicht ganz so rumlaufen wie so ein... Naja. Okay, eine Sekunde, geben Sie mir nur dieses blöde Wallpaper-Bild. Amy. Ava? Okay. Ja? Ava. Ich weiß nur das Wichtigste, ist in Ordnung. Je länger Sie mit Ihren Frauen verbringen, desto länger verbringen Sie Zeit mit uns. Und desto länger müssen wir Zeit mit Ihnen verbringen. Oh nein, ich werde angerufen. Die Null ruft mich trifft. An, die Null ruft mich an. Ja, hallo? Danke, dass Sie eingeschaltet haben, Ihr Handy. Und zwar, ich kann mich kurz vorstellen, mein Name ist Inkognito, vielleicht Sie haben schon gehört von mir. Laser, geben Sie das wieder, was er sagt. Ich... Kennen Sie, bitte? Entschuldigung, was? Hören Sie mich nicht. Woher soll ich Sie denn kennen? Sie hören sich an, als kommen Sie aus Osteuropa, ist das richtig? Mr. Laser. Kennen Sie das Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund?
Das ist, das kenne ich. Verstehen was Sie, kennen Sie, Laser? Hinaus spielen möchte. Dass wir die gleichen Feinde haben, Mister. Das ist richtig. Wissen Sie, dieser Björnsen, nun ja, ich habe ein bisschen eine Vergangenheit und er stört mich gerade bei einigen Sachen. Und ich würde Ihnen meine Hilfe anbieten, wenn Sie mir irgendetwas geben können. Was willst du denn? Mein Arsch? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Was kann ich Ihnen anbieten? Ich kann Ihnen alles anbieten. Kommt aber drauf an, was Sie bereit werden, mir dagegen zu geben. Ich kann Ihnen fast alles geben, Mr. Laser. Ich will... Sie, dass Sie nicht ewig Zeit haben, bitte. Gut, ich will eine Penthouse-Wohnung, einen Supersportwagen und ganz viele andere Dinge. Gut, Ihren Wagen haben Sie ja schon, glaube ich. Aber der ist auf Pump. Das ist nicht ganz meiner. Eigentumsvorbehalt nennt sich sowas. Erst dann die letzte Rate gezahlt hast, ist, dann gehört sie auch mir. Erklären Sie mit ihm jetzt das Wichtigste, sonst legt der Kollege gleich für Sie auf neben ihm. Mr. Laser, was halten Sie davon? Ja. Ich gebe Ihnen einen kurzen Vorschuss und ich werde mich nochmal melden. Gut, aber ich Sie überlegen. Fragen Sie nach dem Treffen, Laser. Ich will Sie treffen! Ich will Sie treffen. Mr. Laser, ich glaube, das ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich. Gut. Aber ich sage Ihnen, ich gebe Ihnen eine Sache, ich komme Ihnen in einer Sache entgegen. Sie müssen heute keine Kosten tragen für Ihr Fahrzeug. Und Sie werden sich die Tage überlegen, was Sie mir geben können und wie wir dort mit... Das mache ich. Aber verarschen Sie mich nicht, ich bin gefährlich. Ganz sicher. Ich werde mich melden. Bis dann. Okay, er hat aufgelegt. Um das kurz zu fassen, eine, stimmverzerrte Stimme hat mich angerufen. Handy aus. Unverzerrt. Jetzt. Gut. Am besten der andere, der hinten sitzt, gleich mit das Handy ausmachen. Gut. Gut. Jetzt erzählen Sie. Eine stimmverzerrte Stimme hat mich angerufen. Die meinte, dass tatsächlich der Feind meines, meiner Frau, die Frau meines... Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Richtig, genau. Woher wissen Sie das? Waren Sie der Typ? Nee, das geht nicht. Der hatte nämlich einen osteuropäischen Akzent. Das habe ich rausgehört. Mehr weiß ich auch nicht. Hatte der auch so eine ganz tiefe Stimme? Ja, eine stimmverzerrte tiefe Stimme. Vielleicht ist sie auch so tief. Vielleicht hat er sie auch nur hochgepitcht, weil sie sonst zu tief wäre. Ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass er sich die Tage melden wird und mir einen gewissen finanziellen Vorschuss gegeben hat, sodass ich mir keine Sorgen machen muss, wenn es um die Raten, um die Kosten meines Autos geht. Was haben Sie denn für ein Auto? Ein SM722er, 250.000. Aber es geht wahrscheinlich um die Raten. Was? Warum haben Sie denn so ein teures Fahrzeug? Warum nicht? Naja gut, ist ja auch nicht so relevant. Gut. Im nächsten Schritt werden wir uns jetzt irgendwo mal austauschen. Das heißt, wir haben Ihnen jetzt ziemlich viel gegeben, Laser. Das haben Sie ja sicherlich schon bemerkt. Also das Einzige, was die gerade... Zeit, wir investieren Geld und wir investieren Mühe. Was Sie uns bis jetzt gegeben haben, ist, dass Sie fast angefangen haben zu weinen, als Sie von diesem Rohmachen erzählt haben. Das heißt, Sie haben heute die Möglichkeit abzuliefern. Also ich möchte korrigieren. Sie haben mich in Clownsklamotten gesteckt. Ich trage eine Clownsfrisur und eine Clownsbrille. Ich muss einen scheiß verfickten 12-jährigen Rucksack tragen und darf nicht mit meinen Chickas telefonieren. Ich darf nicht zu meinem Auto und ich muss von euch genervt werden. Was ist zu Ihrem Eigenschutz? Natürlich, also sagen Sie mir nicht, dass Sie mir was geben. Ganz im Gegenteil, ich bin eingeschränkt. Wir haben Ihnen das Zimmer... reserviert. Wir haben Ihnen Essen und Trinken gegeben. Und die Kleidung können Sie wahrscheinlich auch behalten, falls Sie nochmal brauchen. Wir machen das so. Ich werde mich unter die Leute mischen. Ich werde gucken, wie ich irgendwas aus meiner Position heraus tun kann, ohne dass meine Tarnung auffliegt. Dann werde ich Informationen sammeln und dann werde ich alles Ihnen zukommen lassen. Wie wär's? Wie wär's damit, wenn Sie uns sagen, wodurch und mit was Sie die letzten Wochen die Hackerangriffe verursacht haben, das haben Sie ja erwähnt. Sie sagten ja,
dass sie für den ganzen Kram verantwortlich sind und auch, dass sie das Problem wieder lösen können. Sie erinnern sich vielleicht an das Verhör, richtig? Als erstes muss auf jeden Fall die Polizei an meiner Seite sein. Auf meiner Seite. Und dann müssen wir gucken, dass... Das Problem ist, dass sich Björn bereits schon in das System geschleust hat. Die haben wahrscheinlich ihre ganzen Fick-Trojaner überall hin platziert und warten nur, bis ich einen Stepper mache. Vielleicht tue ich das, um dann auszulösen, was sie vorhaben. Aber wenn das soweit ist, muss ich pünktlich vorbereitet sein, um dann letzten Endes den Konter ausführen zu können. Und dann geht's zum Finisher über. Aber sind sie denn vorbereitet? Nun, ich weiß nicht, wie weit Björn mittlerweile vorgedrungen ist, weil ich bis jetzt keinen Zugang zu den Systemen haben konnte. Gut, dann verschaffen sie sich Systeme, wie wär's? Dafür muss ich erstmal... Ich muss zu den Serverräumen gelangen. Die Polizei muss mir einen uneingeschränkten Zugriff zu ihren Servern geben. Und dann können wir mal weitergucken. Ich war da schon mal. Wie gesagt, ich werde das alles in Erfahrung bringen. Ich werde mein Bestes tun und sie dann so schnell wie möglich informieren. Wenn sie wollen, recherchieren sie auf ihre Art und Weise und ich auf meine. Und dann kann ich ihnen garantieren, dass wir auf jeden Fall zum Erfolg kommen werden. Okay, ich muss mich da mal ganz kurz einklinken. Sie hätten sich gerade von ihm genauso in Anführungsstrichen kaufen lassen wie von uns. Nein. Ich werde sie garantiert an keinen dieser Server lassen. Wir besorgen jetzt irgendwoher einen Laptop und sie zeigen, was sie können. Oder werden sie unter Beobachtung bleiben und das durchziehen? Oder wir trennen uns ab sofort von ihnen. Gut, okay. Was soll ich machen? Sie müssen mir irgendwas geben. DDoS-Angriffe? Da kenne ich 5 verschiedene Arten von. Also, wenn wir das so machen, dann machen wir es so. Wilson, sie hatten doch... Gut. Ich kann Ihnen was zur Verfügung stellen. Ich habe natürlich angenommen, dass Sie keinen Laptop bei sich führen. Ist das richtig? Natürlich. Dürfte ich auch nicht. Wieso nicht? Schaff ich. Alles gut. Naja, weil sie mir das wahrscheinlich nicht erlauben. Außerdem war ich auf einer Party. Ich will doch nicht wieder Supernerd wirken, wenn ich da mit einem Laptop auf eine scheiß Party komme. Außerdem habe ich die Tasche nur gebraucht, um einen Anker zu werfen. Und nicht, weil ich da tatsächlich Sachen drin habe. In Ordnung. Ich organisiere eben einen Laptop für sie. Okay. Guten Abend, Agent. Sind Sie zufällig im Tower? In dem Schrank, wo Sie die Laptops abgestellt haben. Könnten Sie mir da einen rausgeben und den zum Stadtpark bringen? Wir sind jetzt gerade am Trailerpark in Sandy Shores. Wir brauchen wahrscheinlich so 5 bis 7 Minuten. Super, dann würde ich den kurz in Empfang nehmen. Alles klar, danke Ihnen. Genau, einer von diesen... Alles klar, danke. Gut. Wir würden dann jetzt eben zum Stadtpark fahren. Dann kann ich Ihnen das Ding übergeben. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass ein öffentliches Netzwerk notwendig ist. Wir wollen uns ja natürlich nicht in das SLPD, das FIB oder sonst irgendwelche Netzwerke einwählen, bevor Sie dann noch Schindluder treiben. Natürlich. Deswegen können Sie sich ja jetzt schon mal überlegen, wo wir uns am besten einwählen können mit dem Teil, sodass Sie dann Dinge verrichten. Sehr gut. Und dann gucken wir mal, wie weit Sie kommen. Ansonsten gebe ich Ihnen ein bisschen Hilfe. Aber Sie haben ja gesagt, dass Sie vorzügliche Kenntnisse haben. Von daher sollten Sie das sicherlich. Das ist kein Problem. Schaffen. Ich brauche einfach nur einen WLAN. Zentraler Ort oder sowas. Flughafen, Kaffee, Einkaufszentren, egal. Gut. Haben Sie eine Banking-App auf Ihrem Handy? Naja, mein Handy habe ich gerade wieder. Stimmt, klar. Soll ich mal dann gucken? Machen Sie es nochmal ganz kurz an und gucken drauf, wer was überwiesen hat und können Sie wie nennt man das? Ein Screenshot machen? Wenn das die Banking-App erlaubt? Von der Zahlung, wenn die eingegangen ist? Moment. Alternativ können wir auch... Können Sie da mal drauf gucken, dass er da jetzt nicht rumswiped? Ja, ich guck. Ja, wir können alternativ können wir auch in einem Automaten anhalten, ne? Dass er dann ich habe bis jetzt noch nichts bekommen. Nein, Mann. Mein Kontostand ist immer noch bei 71 Penny. Okay, gut. Dann machen Sie es wieder aus. Aber geben Sie nicht alles auf einmal aus, ne?
Wenn Sie nur wüssten, aber wie mein Kontostand noch gestern aussah. Aber Sie haben noch ein teures Auto, wie... Ja, das ist doch jetzt auch nicht... Ich weiß gar nicht, ob dieses Gespräch noch wirklich weitergeführt werden sollte und ob das relevant ist. Am besten kommen wir zur richtigen Thematik zurück. Außerdem kann Ihnen das doch total egal sein, wie ich meine Dinge finanziere. Das ist mir viel zu privat, was Sie wieder... Also, Entschuldigung. Wir müssen uns doch ein ausgeprägtes Bild von Ihnen machen. Machen Sie sich doch nichts vor. Wir müssen doch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ob wir Sie potenziell an irgendwelche Serversysteme ranlassen oder eben nicht. Ich kann Ihnen sagen, dass ich hatte viel Geld, aber das wurde mir zu langweilig. Deswegen stelle ich mir immer alle 3 Monate eine neue Herausforderung. Wieder zum Millionär werden. Nehmen wir an, Sie sind ein Agent. Ja? Ja. Und nehmen wir an, Sie würden sich da selber hinten reden hören, dass Sie auch mit anderen dubiosen Leuten, die Sie mit einer merkwürdigen Nummer anrufen, Geschäfte machen. Ich mache mit ihm keine Geschäfte. Er hat mir nur gesagt, er würde mich nochmal kontaktieren. Ich werde nichts machen oder so. Aber ich meine, ich habe ihm direkt. Sie wollten ein Penthouse und Geld, ja. Und ein Auto. Ja, natürlich. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich darauf einschlage oder sowas. Ich muss immerhin noch eine Leistung erbringen, die ihn zufriedenstellt. Ob ich das tue, liegt noch in meinem Ermessen und ist noch nicht passiert. Halten Sie mich für dumm? Sollte auch nicht, definitiv, weil dann werde ich sie finden, Sir. Ich möchte einfach nur darauf eingehen, um herauszufinden, wie weit diese Person bereit wäre, mir entgegenzukommen und mir zu helfen. Damit ich mir ein Bild von der Person machen kann, wie sie sich gerade natürlich ein Bild von mir machen möchten. Ich kenne ihre ganzen Verhörspezial-FIB-Tricks. Ja, also, sie sagen. Warum beschweren Sie sich dann darüber, dass wir Sie Dinge fragen? Weil ich nicht glaube, dass solche eine Art von Fragen relevant sind. Frage ich Sie nach Ihrem Kontostand? Können Sie gerne tun. Wie viel? Moment, ich guck. Ach, ich hab mein Handy aus. Es müssten an die 20.000 sein. Lachnummer. Nennen Sie mir einen Menschen, der mit ehrlicher Arbeit reich geworden ist. Ich warte. Da muss ich gerade nachdenken. Sehen Sie? Gut, hab keinen. Ja. Ja. Hallo? Gut, dann halten wir hier eben kurz. Hallo? Da muss doch jemand rein mit mir reden. Hallo? 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 Gut, wir gehen eben da hinten hin und holen den Laptop. Ja, ich bleib hier. Wir müssen aber schauen. Laser? Kommen Sie mit. Gut. Aber wir müssen gucken dann, wo wir uns reinconnecten. Es dürfen keine bösartigen Hotspots sein. Richtig. Björn stellt oft diese Art von Fallen um, naja. Na? Können Sie Schach? Ja, natürlich. Außerdem spiele ich jeden Tag Schach. Nicht mit Schachfiguren. Jeden Tag? Sondern mit Daten. Ich verstehe. Sind Sie gut im Schachspielen? Auf meinem Gebiet bin ich der Beste.